Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Johanna an. Diese hat über Pinio geschrieben, welches sie mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Pinio Review, die Plattform für Marktforschung im Test. Du hast dein eigenes Business, eine geniale Geschäftsidee oder brauchst einfach mal die Meinung von anderen aus einer spezifischen Zielgruppe? Dann ist Pinio vielleicht genau das Richtige für dich. Solltest du hier sein, um dich zu informieren, ob Pinio sich für dich lohnt oder seriös ist, wirst du hier definitiv schnell und einfach fündig. Mit Pinio ist Marktforschung so einfach wie noch nie. Für jeden Entrepreneur und Geschäftsführer ist das, was die Kunden denken, am allerwichtigsten, denn von ihnen kommt das Geld. Aber das herauszufinden ist oft sehr zeitintensiv, aufwendig und kostenintensiv. Pinio bietet einen besseren Weg, womit jeder Interessent Geld verdienen kann. Wie funktioniert Pinio? Meldet man sich als Unternehmer auf Pinio an, gibt es viele Kriterien, mit denen man die Eigenschaften der befragten Gruppe festlegen kann, also wirklich eine direkte Zielgruppe anspricht. Je nach Spezifizierung variiert auch der Preis. Dann stellt man seine Fragen auf. Es gibt verschiedene Arten von Umfragen. Dabei lassen sich natürlich auch Bild-, Video- und Audiodateien verwenden. Beispiel: Welches Rasiererdesign gefällt Ihnen besser? Sobald der Fragebogen erstellt ist, gehen die Fragebögen raus an alle Nutzer der ausgewählten Klassifizierung. Diese beantworten die Fragen meist innerhalb weniger Minuten, im Gegenzug dafür gibt es Geld. Darauf basierend stellt Pinio-Diagramme zur Auswertung her. Diese können dann in verschiedenen Arten gespeichert und weiterverwendet werden. Was hat man für Personalisierungsmöglichkeiten? Um wirklich genau den Nagel auf den Kopf zu treffen, bietet Pinio einige Verfeinerungen bei der Suche an. Zuerst einmal legt man einen Titel und die gewünschte Anzahl der Fragebögen fest, also wie viele Leute insgesamt befragt werden sollen. Dann ist es möglich, eine Altersgruppe festzulegen. Das Mindestalter ist dabei 14 und geht bis hin zu 55+. Danach kann man zwischen nur männlich, nur weiblich oder beiden Geschlechtern wählen. Für die Länder gibt es Deutschland, Österreich, die Schweiz und die USA. Davon kann man sich zwischen beliebig vielen entscheiden. Bereits seit Oktober 2016 ist Pinio in den USA vertreten und erfreut sich am schnellen Wachstum. Es gibt noch viele weitere Merkmale, zwischen denen man sich entscheiden kann. Zum Beispiel Beziehungsstatus, Nutzung einer gewissen App, wie zum Beispiel Netflix, den Schulabschluss, die Hobbys, die Ernährung, Social Media Nutzung und viele weitere. Sollte man trotz der großen Auswahl immer noch nicht die richtige Zielgruppe einkreisen können, steht einem auch der Live-Chat zur Verfügung. In diesem teilt man Pinio seine Vorzüge mit und darauf erstellt Pinio das gewünschte Profil. Ohne Zweifel bietet das Unternehmen die idealen Bedingungen für präzise und genaue Umfragen. Welche Art von Fragen gibt es bei Pinio? Auch hier lässt sich Pinio nicht lumpen. Je nach Paket kann man 15, 25 oder mehr Umfragen stellen. Jede Frage kann dabei ein anderer Typ von Frage sein. Zum Beispiel gibt es Multiple-Choice-Fragen, Vergleiche, Skalen, Umfragen mit individuellem Antworttext und vieles mehr. Es ist auch möglich, die Befragten anzufordern, ein Bild oder ein Audio zu machen. Möchte man Werbung testen, so gibt es auch einen Fragentyp, der sich Heatmap nennt. Dabei drücken die Teilnehmer auf den Teil des Bildes, der ihnen zuerst ins Auge gefallen ist. Die Vielfalt an Fragetypen hilft, sich genau auszudrücken und gibt den Befragten die Möglichkeiten, ihre wirkliche Meinung klar und genau weiterzugeben. Wer beantwortet meine Fragen? Die Befragten sind die Nutzer der Pinio App. Dort kann sich jeder kostenlos anmelden, mitmachen und Geld verdienen. Die Nutzer stellen sich auch untereinander Fragen. Jedes Mitglied wird personalisiert, damit Kategorien gebildet werden können. Sobald eine neue Umfrage zur Verfügung steht, erhalten alle die in der Zielgruppe passen, eine Benachrichtigung auf ihr Smartphone. Daraufhin füllen sie den Fragebogen am Handy aus und senden ihn direkt zurück. So erhält man Antworten schon innerhalb weniger Minuten. Die Leute, die antworten, sind aus ganz Deutschland und gegebenenfalls auch Österreich, Schweiz und den USA. Die Nutzer sind also ganz normale Personen aus dem Alltag, genau dort, wo auch jede Umfrage gemacht werden sollte. Ein guter Mix an Teilnehmern aus der richtigen Zielgruppe garantiert präzise Resultate. Wie viel kostet eine Umfrage? Der Preis kann stark variieren und ist abhängig vom Umfang und Spezifität der Umfrage. Für ein Einzelprojekt befindet sich der Preis pro Person bei 1 Euro. Möchte man dann noch spezialisieren, kommen pro Auswahl 50 Cent dazu. Für größere Umfragen gibt es auch Pakete. Dabei kann zwischen 6.000, 12.000, 24.000, 36.000, 48.000 und 96.000 Teilnehmern gewählt werden. Je mehr Teilnehmer, desto geringer der Preis pro Teilnehmer. Das Basic-Paket beinhaltet Live-Support, persönliches Onboarding, Live-Dashboard, ein Analyse-Tool für die Statistik, Eingrenzungen des Alters, Geschlecht und Region,
alle Standardfragetypen und bis zu 15 Fragen. Das Plus-Paket beinhaltet zusätzlich telefonischen Support, bis zu 25 Fragen, Testen von Videos, Trailern und Spots, als auch individuelle Gestaltung der Zielgruppe. Im Full-Service-Portfolio ist alles drin, auch ein persönlicher Ansprechpartner, Foto- und Videoaufnahmen von den Befragten und eine Service-Auswertung mit Opinion. Bei 6.000 Teilnehmern liegt der Preis vom Basic-Paket bei 1,90 €. Das Plus-Paket kostet 2,30 € und das Full-Service-Paket 3,30 € pro Person. Entscheidet man sich für 36.000 Umfragen, so liegen die Preise bei jedem Paket genau 50 Cent niedriger, wie innerhalb der Klammern angegeben. 96.000 Teilnehmer sind das Maximum. Da kostet das Basic-Paket nur noch 1,10 €, das Plus-Paket 1,50 € und die Full-Service-Box 2,50 €. Wer sich etwas mit Marktanalyse auskennt und weiß, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, wird feststellen, dass dies wirklich humane Preise für so einen genauen und schnellen Service sind. Meine Opinio-Erfahrungen. Ist Opinio seriös? Für ein Projekt an der Uni mussten wir eine Umfrage machen. Es ging darum, verschiedene Verpackungsdesigns auf Männer und Frauen im Alter von 18 bis 25 wirken zu lassen. Im Endeffekt haben wir etwa für 100 € Umfragen eingekauft und sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung. Opinio hat uns eine Menge Arbeit gespart. Mit den Diagrammen und Statistiken, die nach der Umfrage erstellt wurden, lässt es sich sehr gut arbeiten. Sie haben uns sehr bei unserem Projekt geholfen. Überhaupt fiel mir die Bedienung und das Erstellen der Fragen sehr leicht. Außerdem benutze ich auch die App, um Fragen zu beantworten. Das macht wirklich Spaß und dazu kann man sich noch mit den gesammelten Punkten Amazon-Gutscheine freischalten. Opinio lohnt sich also für jeden Fall für alle Parteien. Opinio Review, mein Fazit. Die Meinungen der Kunden ist das Allerwichtigste. Deshalb ist Opinio das ideale Tool für jeden Geschäftsführer. Man bekommt schnelle, genaue und verlässliche Ergebnisse aus einer gewählten Zielgruppe. Und das zu einem unschlagbaren Preis ohne viel Arbeit. Opinio ist ein Werkzeug, das man sich immer im Hinterkopf behalten sollte, falls einmal eine Umfrage gebraucht wird. Als Nutzer der App kann es sich durchaus lohnen und ist ein netter Nebenverdienst. Manche Umfragen werden besser bezahlt als andere und wie viele Umfragen am Tag kommen, ist unterschiedlich. Das liegt daran, in welcher Zielgruppe man selbst sich befindet und natürlich auch an der Auftragslage seitens Opinio. Alles in allem für alle Beteiligten eine starke Sache und ich kann es aus jeglicher Sicht weiterempfehlen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.